So, weiter geht's. Spieltag Nummer 18, Würzburg. Das ist der nächste Gegner. 4-1 in Kiel jetzt gewonnen. Sind da den Schritt nach vorne gemacht. Oh, Union hat verloren sogar. So. Guck. So, das heißt, wie gesagt, jetzt. So, da haben wir gerade eine Nachricht reingekriegt. Die Frage ist, wen können wir da verlieren? Renno und Dragovic. Okay, die muss ich verlängern. Zumindest mit Blick auf Renno. So, ich guck mal gerade, ob ich den Transfer zugemacht bekomme schon. Aber kommen würde, weil das ist ein Spieler, der tatsächlich wirklich kommt. So, gucken wir, ob ich den Transfer durch mit Blick auf die neue auf McKennie zugemacht bekomme. Weil der nicht eigentlich abgeben will. So. Nein. Weiter geht's. Wir machen direkt das Spiel, nächstes Spiel heute. Ich denke, groß brauchen wir nichts verändern. Wofür auch? Hat er funktioniert im letzten Spiel? Oder überhaupt an den letzten Spielen? Da geht's nämlich direkt weiter. So. Komm, machen wir weiter. Brauchen wir nicht irgendwie groß jetzt noch was zu ändern. Oh, es schneit in Würzburg. Winterfußball erleben wir heute, liebe Zuschauer. Ganz in Weiß präsentiert sich dieses Stadion. Ich bin auch heute wieder voll Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Wir freuen uns auf ein Riesenspiel. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Ja. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Zwei Offensivgiganten in einer Partie. Das kann eigentlich nur ein tolles Spiel werden. Das wird ein tolles Spiel. Exzellente Teams, Spitzenspieler, hüben wie drüben. Das wird ein Fußballfest, wie eigentlich immer, wenn sich diese tollen Offensivspieler gegenüberstehen. Geht jetzt gleich los. Das erste Spiel haben wir, glaube ich, 4-0 sogar oder 5-0 gewonnen. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Aber ich glaube, um unseren Dreh rum muss es gewesen sein. Ja, wir sind schon im Spieltag um 18. Gastgeber in diesem Spiel. Sie wählen ein offensives 4-4-2. Ja, Wolf, klassische Taktik. Eine Taktik, die sich oft bewährt hat, die für Tore steht. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. So, los geht's. Spieltag 18. Los der geht's. Anschluss. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Angriff, aber dann kommt doch noch einer. Ja, ein bisschen aufpassen. Wir haben den Kiel auch nur, das heißt nur, haben 4-1 gewonnen. Schöner Ball. Kobylanski, der Schalke jetzt. Ja, probieren wir es gerade mal. Ich sehe schon, dass da einander kommt und das ist das Einzige. Marco Richter, 0-1, 5. Minute.
schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist richtig. Ja, schöner Ball nach außen und dann die Flanke. Langer Flanke hin auf den zweiten Pfosten, aber auch den nur einnicken. Ja, das ist keine Anstrengung. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Jo, und dann schießt es 1-0 schon. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Schalke 04 liegt in Führung. Schalke 04, die Nummer 23, Marco Richter. So, auf jeden Fall mal da den ersten Schritt schon mal gemacht in Richtung. Oh, die Würzburger fast mit dem Fehlpass, aber der wird da nicht tragisch. Das gibt Einwurf. Ja, das ist. Es sieht alles nach dem Titel für sie aus, auch wenn sie noch einige Spiele. Na gut, das haben. Könnte. Aber so souverän, wie sie in dieser Spielzeit gar nichts geben. Okay, gerade so gar nichts. Glauben, dass sie noch mal einbrechen. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler. So, der Konter genau kommt. Und ist sich der Konsequenzen bewusst. In den freien Raum. Boah, was für ein Spieler. Was für ein Pass. Jetzt vielleicht. Richtig. Ich wollte das schön rüberlegen, aber hat der Spieler aufgepasst, als würde er durchaus anders ausgehen können. Und Ballverlust. Ein Pass. Schöner Pass hier auf den Rossum. Kriegt er den noch? Kriegt er den noch? Ja, kriegt er den. Gefährlich jetzt. 2-0. Müsste Kowalanski gewesen sein, ja. Das Tor aus kurzer Distanz hier. Haben wir noch mal ein Auge drauf, er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. 2-0 steht es hier, sie machen einen guten Eindruck. Herr Holger Hartmann, viel Spaß mit dem neuen Toaster. Ein Toaster geworden, okay. Dann. Ja, die versuchen auch irgendwie zu kämpfen, jetzt wieder zurückzukämpfen. Absolut, ich hätte sich komplett abgeschlachtet. Sich eben noch mal besser. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so. Ja, die probieren es. Das hat er. Klasse vom Torwart. Kobylanski. Schöner Ball auf dem Außen. Den kann ich nicht spielen, weil das wäre abseits geworden. Flagge kommt kurz. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Ah, kriegt er den noch? Nee, kriegt er nicht. Die war richtig, klasse. Richtig gut. Ja, da hat sich der Torhüter ein Sonderlob verdient. Ganz starkes. Muss man sagen, das war eine klasse Parade. Da hätte durchaus auch anders ausgehen können. Und dann Kolasinac, der dazwischen geht und den. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Da hat er durchaus Option. Da ist die Chance. Das ist egal. Und den nutzt versuche ich selber. Oh, das geht doch drüber. ...33 Minuten rum. Im Parallelspiel ist ein Tor gefallen. Wir geben kurz mal ab ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Holstein Kiel. Neuer Spielstand damit 1-0. 34 Minuten sind gespielt. Dankeschön für diese Infos. Super dieses Zuspiel. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Kein Foul, okay. Ich habe nur gerade einen Moment verzögert, weil ich dachte, okay, da kommt irgendwo gleich ein Pfiff, aber das war keiner. War kein Foul, sagt der Schiedsrichter zumindest. Für mich war es was anderes, aber kann mich auch mal irren. Durchaus. Ja, könnte was werden. Jetzt ist die Kugel weg. Da ist die Chance. Ne, Schiedsrichter gibt keinen Abseits. Was war das? Konzentrationssache? Ja, nur leider ein bisschen verzogen. Ich weiß es nicht, aber es ist eine Riesenchance. Ich sag das nicht so gern, aber den muss er machen. Naja. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Nachspielzeit ist angezeigt, es gibt noch eine Minute oben drauf. Salih Sané. So, und dann ist Pause.
Gute erste Hälfte. Sie liegen mit 2:0 in Front. Und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Da sehen wir es. Gutes Spiel bislang von ihm. Er hatte hier schon einige gute Szenen. Also mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Schalke jetzt über außen. Lange Flanke. So. Kurz zum Reingucken. Kiel für den St. Pauli mit 1-0, okay. Das war das, was ihm reingegangen ist, das Ergebnis. Schalke auf St. Pauli. Jetzt wollte ich jetzt wieder gehatet werden. So, okay, Mikani, 2-0 in Führung zur Pause. Oh, schöner Ball. Dilrosun. Da war er noch dran und es gibt Eckball. Das ist nicht sein Spiel bis hierhin, das kann er besser. Mustafi. Und das ist der Ballverlust. Ja. Salius Sané. Gute Ballführung. Und Renault, ja. Was für eine Chance, aber noch wieder Vertragsverlängerung zögert. Natürlich, das war kein guter Abschluss. Da kommt die Ecke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Aber Würzburg jetzt auch gerade versucht, ein bisschen dran zu kommen. Vielleicht die Situation, vielleicht die Chance. Ja, nee, drüber. Gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? Ja, ja. Kein Grund zur Aufregung, er hat da nicht richtig getroffen, muss er abhaken. Weston McKenny. Ja, guter Pass. Kein Abseits, auch wenn der Ball gut gespielt. Ja. Gute Chance. 2-0. Hier kommt nochmal die Wiederholung dieses wirklich schönen Treffers. Erst der Steilpass und dann hat der Torwart natürlich zwei Leute vor sich. Was will er da machen? Er muss sich für eine Seite entscheiden. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Jo. Auf jeden Fall hat er sein Tor gemacht jetzt gerade. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Ah, kann euch was noch entscheiden. Dürfte die Entscheidung sein, ja. Aber gucken wir mal. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber Würzburg gar nicht so schlecht spielen. Die hatten halt die eine Chance, hat ein bisschen Pech, klar. Und wir machen es Gott sei Dank zum richtigen Zeitpunkt das 3-0. So, wir gehen kurz ab ins Studio. Es gab nämlich einen Treffer im Parallelspiel. Jetzt ist der Platz da. Jawohl. Jetzt ist durch. Durchgearbeitet da an den Verteidiger. Der zieht und zerrt und macht aber nichts. Und dann steht es hier 4-0. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. So passiv wie die Spieler auf dem Feld, so passiv sind die Anhänger außenrum. Komische Stimme. Kennt man sonst von ihnen gar nicht. Ja, schade, da wollte ich jetzt doch vorbeigehen und den vielleicht auch abschließen. Eindeutigen Spielverlauf reagieren sollen. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Kein besonders guter Abschluss. Glück gehabt, aber richtig Glück gehabt. Wenn der nicht auf Folge schied, wäre es rot geworden.
Ja, der kommt. Der kommt aber nicht durch. Den Ball kann er abfangen. Schöner Pass. Er kann es machen. Die Schalke mit dem Tor. Nächstes Tor, 5-0. So. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück. Und da hat der Keeper überhaupt keine Chance. Das machen sie klasse, nutzen perfekt diese 2 gegen 1 Situation. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Heute ist ja, es der Tag der Überraschungen, zumindest nicht in dieser Partie. Nee, dazu haben sie einfach zu wenig entgegenzusetzen. Das muss man dann auch akzeptieren. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Und bei der nächsten Unterbrechung Richter, wird hier noch mal über die Außenbahn. Kann er die noch mal flanken? Die Flanke rein. Und ah, nee. So, dann kann ich jetzt noch mal hier ein bisschen durchwechseln. Kann ich die Dreifachwechsel direkt ziehen? Die Flanke hat er. Und da ist der Ball wieder weg. Gefährlich jetzt. Er ist noch heiß. Und den verhindert der Keeper noch. 3 Minuten sind es noch. Der hier wirklich mit einigen Paraden noch einiges Schlimmeres verhindert hat. Ballverlust, ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Guter Pass jetzt. Ganz energisch. So, der Ball kommt nochmal. Und Terode verhindert. Eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. Schade. Die Flanke war perfekt, aber der Ball kam nicht durch. Und dann ist hier Feierabend. Klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt. Also er kann rund und zufrieden sein. Gefährlich jetzt. Tor für Schalke. So, hier kurz noch die Highlights eben. Salih Sané. Was für eine Chance, aber er hat ihn. Und jetzt ärgern sie sich natürlich, das war kein guter Abschluss. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. Ja, es hätte auch durchaus anders ausgehen können, muss man sagen. Also in unsere Richtung wohl gemerkt, weil eigentlich war der Ding sowas von so im Griff. So, St. Pauli von hinten, da liegt Hoca Kemel 0-2, die sind auch wieder ein bisschen dran, die wollen ja wieder hoch. Ja, du hast aber im letzten Spiel so eingewechselt worden, mein Freund. Super. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es, glaube ich, schon Richtung Transferfenster für die Rückrunde. Bis dahin und tschüss.